versucht auch wieder zwischen ihnen zu kommen im Kurz. Setzt noch gerade einmal nach. Hinter Haken. Wow. Ja, ist gefährlich, im inneren Haken hinten zu laufen. Versucht euch kurz reinzukommen. Der Gang ist gestellt. Vicky gegen Stucki. Der Sieger. Gegen Vicky. Vicky im dritten Rang. 0,75 Punkte hinter Molik. Wieder ein absoluter Energieanfall von Vicky hier. Da hat absolut keine Zweifel aufgekommen. So schnell gegangen. Er hat auch kurz angezogen, aber dann über das Knie abgewehrt. Und das mit einer so einer Wahnsinnswucht oben runter. Da hat der Bless keine Chance gehabt, sich auszudrehen oder irgendwie auf die Brücke runterzukommen. Der Vic Bless, fünfter von diesem Kampf, keine Chance hier, aber das ist ja nicht der erste an diesem Fest. Ja, steht hin und zuletzt hat er das Knie her, lädt ihn dort drüber ab. Der Bless sofort wieder oben in der Brücke, aber es ist jetzt so mit einer dermassen grossen Wucht oben runtergegangen. Der Bless ist nicht irgendein, aber er hat genauso keine Chance wie der Eschbacher im ersten Kampf. Oh, jetzt geht der Ohren Kinder. Weiterziehen. Jetzt ist er drunter! Der Vicky Joel steht im Schlussgang. Und das müsste eigentlich ein 10 geben. Das heisst, der Vicky geht mit 1,25 Punkt Vorsprung in den Schlussgang. Und das bedeutet, der Stucki kann noch aufholen, aber nicht überholen. Zu dem kommen wir später noch. Warten wir zuerst auf die Notengebung. Er ja, tut hier auf, lenkt ins Kreuz. Dort ist er auch sehr stark, aber der Vicky kann das nachher natürlich optimal im Kurz durchziehen. Perfekt gemacht. Also, der Vicky Joel ist mindestens Erstkrönte von diesem Fest. Ist die gleiche Maximal. Oh. Ja, die Pulsuhr, wenn sie eine Anne hat, das die Vicky, die würde mich interessieren. Der Puls ist irgendwo im Bereich vom Dach. Am Morgen haben die zwei 7 Minuten gegeneinander geschwungen. Jetzt werden es 16 sein im Extremfall. Also das können lange, lange 16 Minuten werden. Stucki. Oh, Stucki. Kurz. Stucki. Oh, der Stucki. Oh, der Stucki. Der Stucki ist König. Das gibt's gar nicht. Das gibt's gar nicht. Das gibt's gar nicht. Das ist genau das. Wir haben nicht recht gewusst, wie der Stucki rauskommt. Er kommt raus und reisst. Und er macht ein einziges Mal einen Fehler und der Gang ist offen. Hei, hei, hei!